Willkommen zu Auf Posten stehen. Und jetzt Pastor Norbert Link. Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie wiederum gegrüßt zu einer weiteren Folge unserer Sendung Auf Posten stehen. Im November 2012 hat das Time Magazin einen interessanten Artikel veröffentlicht über Aussagen von Papst Benedikt XVI. Und der Papst hat damals erklärt, dass Christus aller Wahrscheinlichkeit nach nicht im Dezember geboren ist, schon gar nicht am 25. Dezember, und dass da auch keine Tiere gegenwärtig waren, als die Weisen aus dem Morgenlande und die Hirten gegenwärtig waren, als sie den Jesus Christus, das Kind, das Baby und Maria und Josef besucht haben. Und das Gleiche wurde auch in der Christian Post zum Ausdruck gebracht vom Dezember 2007, aber diesmal ging es um Aussagen des damaligen Erzbischof von Canterbury, Dr. Rowan Williams, der mittlerweile jetzt auch zurückgetreten ist. Und er schrieb, dass alles dies nicht dem entspricht, was die Bibel sagt, dass da keine Tiere gegenwärtig waren, dass da kein Schnee gefallen ist, dass die Weisen aus dem Morgenlande in keinster Weise mit drei identifiziert sind in der Bibel und so weiter und so fort. Und dass er auch der Ansicht ist, dass Christus nicht am 25. Dezember geboren worden ist, aber das war dies eine Zeit, wo damals die Heiden ihre Götter verehrt haben. Und das hat dann das Christentum, das sogenannte Christentum, übernommen. Nun, wenn man dies alles so hört, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, warum hält man dann Weihnachten? Man muss sich die Frage stellen, wieso denn diese Bräuche, die offensichtlich in keinster Weise mit der Bibel im Einklang stehen, weiter aufrechterhalten bleiben, wie zum Beispiel auch der Weihnachtsbaum. Wo kommt der Weihnachtsbaum eigentlich her? Kennen Sie den Ursprung des Weihnachtsbaums? Und ich meine jetzt den antiken Ursprung des Weihnachtsbaumes, der bereits schon lange vor der Zeit Jesu Christi existierte. Schauen Sie, Sie sollten sich wirklich die Frage stellen, warum Sie gewisse Dinge tun, die Sie tun. Und ob Sie irgendwie nur die Idee verfolgt haben und angenommen haben von anderen, dass man das eben so tut, weil alle anderen es tun. Schauen Sie, wir haben eine Broschüre veröffentlicht, das Geheimnis des Weihnachtsfestes. Diese Broschüre können Sie von uns in gedruckter Form erhalten, sie ist total kostenlos. Und in dieser Broschüre behandeln wir einige Themen, unter anderem auch die Themen, die wir hier jetzt bereits in dieser Sendung angesprochen haben. Auch die Tatsache, dass die Weisen aus dem Morgenlande aller Wahrscheinlichkeit nach keine drei waren, sondern möglicherweise 12. Sie waren noch keine Magier oder Sterndeuter, wie einige das falsch sagen. Aus dem Inhaltsverzeichnis möchte ich Ihnen kurz vorlesen, was so einige Themen beinhalten, wie zum Beispiel Weihnachtsfeste vor Christus, verschiedene Terminvorschläge für Weihnachten, frühe Christen hielten kein Weihnachten, der heidnische Ursprung der Weihnachtsbräuche, wie heidnische Bräuche christianisiert wurden, Weihnachtsfeierlichkeiten von der Kirche in Rom angeordnet und weitere Themen mehr. Ich denke, Sie werden sehr erfreut darüber sein, die Wahrheit zu erfahren über das Weihnachtsfest, oder? Nun, wenn Sie sich nicht scheuen, die Wahrheit erfahren zu wollen, dann bestellen Sie bitte unsere kostenlose Broschüre, das Geheimnis des Weihnachtsfestes. Und tun Sie es bald, sodass Sie Gelegenheit haben, diese Fakten zu überprüfen, bevor dieses Jahr das Weihnachtsfest an Ihre Tür klopft. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Norbert Link für eine Sendung Auf Posten stehen. Auf Posten stehen ist eine Sendung der Kirche des ewigen Gottes. Weitere Videos sowie Broschüren und Artikel finden Sie auf unserer Webseite aufpostenstehen.de.